Es mangelt uns ja gerade nicht an Problemen. Nehmen wir mal nur so aktuelle Themen wie Umweltschutz und Klimawandel, soziale Gerechtigkeit und fairer Handel, bezahlbarer Wohnraum für Käufer und für Mieter und ausreichend Plätze in der Kita, mehr Personal in der Bildung und der Pflege. Wie bringt man da am besten was zu Wege? Ich habe darüber in den letzten Wochen mit ziemlich vielen Menschen mal gesprochen, zum Beispiel mit ein paar Nationalisten, ob sie vielleicht eine Antwort wüssten auf die Frage, wie man all diese Probleme in den Griff bekommen kann. Und die so, hä, na klar, haben wir dafür die Lösung. Und die ist echt 1A. Pass auf. Und zwar werden alle, die nicht so sind wie wir, von ihr vertrieben oder gleich eliminiert. Denn wir sind schließlich hier die Herrenrasse und alle anderen sind Menschen zweiter Klasse. Und eine Frau gehört natürlich an den Herd, die ist nur dazu da, dass sie Kinder gebärt. Und zwar solche, die zu etwas taugen, mit blonden Haaren und mit blauen Augen. Und Schwule sind noch alle krank, genau wie jeder linksgrün versiffte Punk. Mit denen haben wir viel zu lange schon Geduld. Ach ja, und die Juden sind an allem schuld. Ah, ach du Scheiße. Mensch, guck an. Von diesen Kandidaten war anscheinend keine Hilfe zu erwarten. Drauf ging ich zu ein paar Islamisten, denn auch die halten sich da ja für Spezialisten. Hey Leute, ihr wisst doch ganz bestimmt, wie die heutigen Probleme in den Griff zu kriegen sind. Und die so, inshallah. Na klar haben wir die Lösung. Und die ist echt 1A. Pass auf. Und zwar werden alle, die nicht so sind wie wir, von uns enthauptet und massakriert. Das ist unsere Pflicht, denn wir erfüllen damit schließlich Gottes Willen. Und eine Frau gehört natürlich an den Herd. Die ist nur dazu da, dass sie Kinder gebärt. Und sonst gehört sie ganz körperverschleiert, damit man mit ihr weniger Schererei hat. Und Schwule sind noch alle krank. Die gehören ausgerottet durch die Bank. Ey, wir sind am Ende unserer Geduld. Ach ja, und die Juden sind an allem schuld. Ah, Mensch, was für ein Zufall. Auch von diesen lupenreinen Demokraten war anscheinend keine Hilfe zu erwarten. Darauf ging ich zu den christlichen Fundamentalisten und fragte sie, ob sie dann eine Antwort wüssten. Dazu steht doch ganz bestimmt was in der Bibel. Und die befolgt ja nun äußerst penibel. Und die so, ja, in der Tat. Und wir haben auch schon die Lösung parat. Pass auf. Und zwar werden alle, die nicht so sind wie wir, von uns missioniert und kolonialisiert. Das ist unsere Pflicht, denn wir erfüllen damit schließlich Gottes Willen. Und eine Frau gehört natürlich an den Herd, die ist nur dazu da, dass sie Kinder gebärt. Ansonsten ist sie selbstverständlich keusch und macht möglichst auch kein Geräusch. Und Schwule sind noch alle krank, doch die gibt's bei uns ja nicht, Gott sei Dank. Man kann sowas ja wegbeten mit viel Geduld. Ach ja, und die Juden sind an allem schuld. Langsam wird es langweilig. Auch von diesen Religionssoldaten war anscheinend keine Hilfe zu erwarten. Darauf ging ich zu ein paar Gangster-Rap-Artisten und fragte sie, ob sie dann eine Antwort wüssten. Ey yo, ihr seid doch Vorbild für die Jugend und verkörpert Werte wie Selbstvertrauen und Tugend. Ihr habt doch sicher einen Plan, wa? Und die so, na klar, Digga, ahn mal. Ah, ah. Und zwar kriegen alle, die nicht so sind wie wir, erstmal schön die Fresse poliert und werden von uns hart gedisst. Denn Schabos wissen, wer der Babo ist. Und die Bitches gehören an den Herd. Ah, die sind schließlich alle nichts wert. Kochen, putzen, blasen, das ist das Einzige, wofür die Fotzen da sind. Und Schwuchteln sind noch alles sick. Die werden von uns richtig gefickt. An dieser Stelle drücken sich ja Gangster-Rapper oft missverständlich aus. Wir machen hier gleich richtig Tumult. Und die Juden sind an allem, ja, welch Überraschung. Auch von diesen Jungs, diesen ganz harten, war anscheinend keine Hilfe zu erwarten. Nach all diesen Gesprächen, diesen Vieren, lässt sich also Folgendes resümieren. Nationalisten, Islamisten, Fundamentalisten und Gangster-Rap-Artisten haben, wie es scheint, viel mehr gemeinsam, als man meint. Die einen glauben an die Überlegenheit der Arier, die anderen an die Scharia, wieder andere an die Jungfrau Maria oder machen Drogendeals im Ferrari klar. Doch die kranken Gedanken sind die gleichen in sämtlichen Lebensbereichen. Und das anscheinend ganz autonom von Hautfarbe, Herkunft und Religion.